Hallo zusammen und einen schönen Sonntag wünsche ich euch mal wieder willkommen zurück zu Buga reagiert auf kurze Gruselfilme. Bin gespannt, was für eine Qualität wir heute erwarten können. Ich habe keine Ahnung, letzte Woche war ja ein bisschen durchwachsen. Aber fangen wir nicht davon an. Jetzt viel Spaß mit den kurzen Filmen. Der erste Film ist wieder von ACM Official und nennt sich Outbreak. Oh, ich krieg direkt so 80er Jahre Vibes. Ist aber wahrscheinlich nicht 80er. And this is Conspiracy Files. That is right. It is finally here. Aliens are here and they are not interested in making friends. That's for sure. Don't believe me? Here's some footage from the last 24 hours. Oh, ich finde dieses progressive Ami-Zeug immer schlimm. Wenn man so in die Kamera spricht. Ja, Nachbarn, ne? Aliens, allesamt. Okay. Bro, no way. Look. What is going on? What the hell? Hey, Jace. The wind's picking up. Why don't you get your truck and let's go inside? You want to get your truck and let's go inside? Aww. Jace. Sir? Excuse me. Sir? Excuse me. Jace! Stay inside and stay alive. Was für Quatsch. We now have reports of sightings pouring in from across the nation. Oh man, ey. Los Angeles, Chicago, New York and Atlanta have all gone dark. Ma'am? God! Authorities are urging the public to stay inside and barricade all doors and windows. What is that guy doing? Oh my god! Oh my god! Do not touch anyone acting unusual. Dude, what was that? Staring at my wall? Find shelter immediately. What the f***? Oh my god. Zeig mir doch bitte noch mehr Szenen, wie Leute machen. Ich wette, das war so ein YouTuber-Ding. Und Alter, ist es dein Ernst? Das war's? Vor allem Outbreak. Das hat ja nichts mit einem Ausbruch zu tun. Das. Wahrscheinlich so einfach schickt uns Handy-Videos, wie jemand auf euch zurennt. So, kommen wir zum nächsten Film. Hammurabi von Alter. Na, was wird das? Aber ein guter Turn von ihr. Nicht so einfach. Aus 90, also so 90 Grad Turn zu machen. Bei der Geschwindigkeit. Was war das mal für Assis in der Wüste? Einfach mal die Frau bedrängen. Komisch. Bagger? Weißt du was, soll man dich fragen, vielleicht ist er einfach nur ein bisschen dicker, aber...
Vielleicht ist es ja wichtig für die Handlung. Das wird sonst eine Knarre, das ist ein Stativ. Verstehst du nicht so ganz? Warum baut jetzt so ein Dreibein auf? Hoffentlich nicht schon wieder so ein schlechtes Alien-Ding jetzt. Los? Was zum Geier? Was sag hallo? Was? Und stimme zu, dann musst du nicht sterben, was? Hello? Hi, I'm interpreter 990 with a call for you from a deaf person. Yes. Do you mind holding while she comes back to the call? Sure. I use my hands for work. Nosebleed. Sorry. Oh my god. Hi. Thanks for being so patient. It's Jacobina, Dad. Surprise! Dad! I bet you didn't expect to hear from me. I thought your daddy got it wrong. The only way that I could talk to you. It's a nuisance, but kind of cool, you think? Shit, Dad. You didn't know I had a voice left, did you? Or a brain. After how much you bounced me around with your fists. Help! Help me! Perfect. Now we can have a real conversation, now that you've shut the fuck up. I don't know you from me, you stupid bitch. I hope you're listening closely, Dad. I have something important to say. Dad. It's a funny word. Did I ever call you that? What a waste. Well, too bad. I have a new father now. Heavenly Father. He speaks to me. Yeah, we have a personal relationship. He has some pretty bad things to say about you. It's true. He loves us all, but you're not his finest work. He says you're his lost son. Who the fuck are you talking about? Prodigal. Except he knows you're never coming back. You're done. I mean, how could he trust you after what you did? You destroyed your wife. You ruined everything he gave you. I was just a little girl when you beat the hearing person out of me. How could you be so undisciplined? Oh my God. Oh,
I haven't even told you why I called. It's okay. No wonder you're so confused. Okay. You can write... So quiet. Write notes and I'll read them. Write as many as you want. Jeez. Oh, okay. Here we go. History time. Listen up, fucker. Hammurabi. You heard of it? It's an ancient legal code created by a brilliant king. We had a perfect justice system, if you can believe it. Way before our modern spineless courts. Hammurabi's law is easy to understand. It's eye for an eye, tooth for a tooth. You thought he'd forgive you. No. Dumbass. My father is opposite you in every way, except he's angry. Just like you. Very angry. It torments him. It keeps him up at night, dwelling on visions of your suffering. Future generations just must be protected from you. Please. But don't worry. He told me what to do. Yes. It's all on me now. I love my father. So I'm going to make his dream come true. Help me! Somebody, please! Hi, sir? Can you hear me? No. Don't do this. You're not thinking clearly. Listen, please. Just let me go. And I won't tell anybody. Please. Just write a note and I'll read them. Please, you're not. Haut sie mir das jetzt ins Trommelfell? I'm a human being. Look at me. Look at me. Sandy. Yeah. I'm gonna need your help here. What? What's the problem? I can never get these open. Okay, wow, den fand ich überraschend gut. Hat irgendwie am Anfang keinen Sinn gegeben für mich, aber dann natürlich schon. Oh, Boy gets eaten. Content Warning. Oha, den merken wir uns mal für ein andermal vor. He's changed. Naja, wie gesagt, Hammurabi fand ich sehr gut. Und nochmal einer von Drew Daywalt. Kennen wir ja schon. Nämlich Selfie. We'll be right back following these commercials. Someone's come for a nutritious breakfast. What? Hello, my name is Booberry. My ghostly good blueberry-flavored cereal, Booberry, is part of this complete breakfast. Frankenberry's got strawberry-flavored marshmallows. Count Chocula's got chocolate marshmallows. But I've got blueberry-flavored marshmallows. Frankenberry. Dass er sich doch so viel Zeit nimmt für so ein Intro. Blueberry. Now back to the show. Selfie. Ist
zieht sich einen Horrorfilm rein. Ach, das ist Halloween. Jamie Lee Curtis, die Scream Queen von damals. Ich lag als Klingelton auf dem Handy früher, als es nur diese komischen Pieptöne gab. Ist in dem Film so langweilig, dass du jetzt anfängst zu puzzeln? Show your friends. Ja, ich habe ein Puzzle für Fünfjährige gelöst. Zeig es all meinen Freunden. Macht sie jetzt ernsthaft das Selfie so? Na gut, vielleicht ist es ja ein altes Handy und da ging das noch nicht. Noch einen dickeren Nasenring hat sie nicht gefunden, wahrscheinlich. Der sieht auch nicht sehr echt aus. Die hat extra einen Popcorn-Knopf auf ihrer Mikro. Interessant. We'll be right back following these commercials. Deswegen gucke ich kein Fernsehen mehr. Wird ja immer schlimmer mit der Werbung. Wird es auf YouTube deutlich vertretbarer, wenn man so die Clips selber einstellt. Alter, nämlich Alone Time. Bitte schön. Wir sehen da so wenig von Alter, aber die haben auch echt viel und echt gute Sachen teilweise. Basiert auf einer wahren Begebenheit. Glaubst du wohl selbst nicht. Das ist New York? Das Set des Empire State kann sein, ja. Der Schnee. Alone Time. Zeit für mich. Also die Bilder gefallen mir schon mal sehr gut. Tolle Szenerie. Gibt mir jetzt schon das Gefühl, als wäre sie halt alleine unter vielen Menschen so. Sie fühlt sich halt einsam irgendwo. Weil sie immer so alleine gestanden hat eben oder jetzt auch alleine am Bahnhof oder... Ja, so ist halt die moderne Gesellschaft, ne? Wow. Wir sind unter so vielen Menschen, aber sind irgendwie immer alleine. War ein bisschen traurig eigentlich. Superpower Girl.
Heißt das Essen? Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt Zufall, aber hier ist 5.15 Uhr, nicht 5.13 Uhr am Morgen. Und ich gucke mir schon Horrorfilme an. Das ist so der wahre Horror, einsam sein. Glaubt mir, das ist nicht geil. Warum sieht man immer diese Typen, die sie von weitem so ein bisschen anglotzen? Das... Ich hoffe nicht... Oh shit, ich hoffe nicht, das wird so ein MeToo-Ding. Finde ich halt schlimm, sowas. Also sie scheint ja schon sehr nett zu sein. Sie sieht auch sehr nett aus. Und ich wünsche das sowieso keiner Frau. Unabhängig vom Aussehen übrigens. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Aber es ist auch schwierig. In so einer großen Stadt Freunde zu finden, glaube ich. Ist doch schon die ganze Zeit alleine, warum brauchst du ja Alone Time? Aber hey, sie hat ein Auto. Ist auch krass, wenn man überlegt, so außerhalb von New York ist auf einmal alles grün, ne? Also ich glaube, wenn ich da wohnen würde, oder wohnen wollen würde, dann auch in einem Vorort und nicht direkt in New York. Murdies? So wie Murderer? Okay. Appelwasser und ein Buch, oder wie? Bis jetzt gefällt er mir schon mal sehr gut. Ich hoffe, es kommt nicht noch irgendwas richtig Fieses für sie. Oh, die lässt einfach so das Auto im Grünen stehen? Ich weiß ja nicht. Oh, ich weiß ja nicht. So alleine im Wald zelten. Ob das eine gute Idee ist? Hat das hier von euch schon mal jemand gemacht? So einfach mal irgendwo in den Wald fahren und da alleine zelten? Würde ich doch eher so einen Tagesausflug machen und abends wieder nach Hause. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Dann nur einen Apfel und ein Wasser mitnehmen. Ja, vielleicht hat sie ja noch Essen dabei, aber... Ah, das ist ja echt schön. Okay, ich kann es verstehen, dass sie da rausfährt, weil es ist echt toll. Ach du Sch... Sie kennt sich offensichtlich da aus, ha?
Trotzdem offensichtlich ohne ein Handy da rauszufahren. Oder Mobiltelefon, wahrscheinlich jetzt eh keinen Empfang, aber. Ist hier gefährlich. Super schön da. Letztlich sind wirklich keine Meerjungfrau oder so. Nee. Ich hätte doch Quatsch, aber alleine hätte ich mir doch eine gute Freundin oder einen guten Freund mitgenommen. Ist immer gefährlich, alleine sowas zu machen, glaube ich. Aber ich glaube, sie ist auch so ein Mensch, also wird es jetzt so dargestellt, sie kommt gut mit sich alleine zurecht, sie braucht nicht immer Gesellschaft. Ganz ehrlich, so viele Menschen, das ist auch nichts für mich irgendwie. Ich brauche auch schon so ein bisschen Freiraum und nicht immer alles so gedrängt. Also ich bin auch mehr so ein Kleinstadtmensch als Großstadt. Dann bin ich ja nicht mehr in Köln direkt. Hat mir auch nicht so gut getan, glaube ich, auf Dauer. Aber das ist halt so das krasse Gegenteil. Das wäre mir jetzt zu wenig. Also ich brauche schon ein paar Leute um mich. Die Stinkemauken draußen stehen lassen. Wie gesagt, ich hätte da, glaube ich, keinen Bock drauf alleine. Muss nur ein wildes Tier kommen. Oder noch schlimmer, eine fremde Person. Und jetzt ist es tot. Achtung. Nee, aber es... Der wird zu gefährlich. So, zwei Fotos hast du gemacht. Oh, Achtung, jetzt sieht's auf den Fotos die ganze Zeit irgendjemanden. Schön. Dafür, dass es eine Einwegkamera ist. Alter. Wow, okay. Der war gut. Endlich mal ein deutscher Kurzfilm, Leute, von Black Light, nämlich Verfolgt. Black Light. Sehr gut. Gerne mehr deutsche kurze Horrorfilme, wenn ihr was zu empfehlen habt, her damit. Hau ich mir die Liste. Gibt auch viel zu wenige, finde ich. Gute deutsche kurze Gruselfilme. Und es gibt auch gute deutsche Horrorfilme. Ich sag jetzt nur mal. Wie heißt's? Ach, der, wo die da. Die Familie, die Österreicher. Oder ich sehe, ist sehr gut. Funny Games heißt da übrigens. Da habe ich mal so einen Schweizer Horrorfilm gesehen, fand ich auch sehr gut. Also ich meine auch deutschsprachig, ne? Nicht aus Deutschland, sondern deutschsprachig.
Nein, Kartoffelsalat ist kein guter Horrorfilm. Sag ich jetzt mal so. Unpopuläre Meinung vielleicht. Ich bin voll neidisch, ich würde auch gerne an der Nord- oder Ostsee wohnen. Strand, Junge. Auch wenn es da jetzt nicht so schön ist, aber immerhin Meer. Meer oder Berge, nicht so zwischendrin, wo ich jetzt wohne. Eins von beiden wäre ganz cool. Oh ja, komm schön, mach die Haare kaputt, fester. Was? Stoddard gerade in dem Moment. Hat sie so eine Tomate-Mozzarella-Tasche? Haben was drin? Dom, jetzt sitzt da der Mikro. Boah, okay, das muss richtig scheiße sein. Warum sieht sie ihn nur im Spiegel? Der macht ja auch nichts, offensichtlich. Hey. Bist du zu Hause? Kann ich vorbeikommen? Okay, danke. Bis gleich. Oh, ich würde nicht innenseitig an der Kurve langlaufen, übrigens. Das ist richtig gefährlich. Macht das nicht, Leute. Musik jetzt bitte. Candyman. Nee. Das war bestimmt nur Einbildung. Mach dir was Gutes zu essen und geh früh schlafen. Mach's gut. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Schwer einzuschätzen, wie alt sie ist, aber das. Ihre Freundin eben, die hat bestimmt auch kein eigenes Haus gehabt. Französisch. Ist er nicht.
Er hat keinen Kapuzenpulli an. Das ist der blaue Waldo. Suche Waldo. Warum ist das in Französisch? Wie das in Frankreich? Nee. Die Szene jetzt gerne noch 2 Minuten länger sehen, wie sich das Gesicht wäscht. Und da ist er wieder. Ich verstehe es nicht. Das ist ihre kleine Schwester, Jörg. Und ihr Vater wahrscheinlich. Was? Okay. Das war's, Leute. Das war der letzte Film für heute. Ich weiß ja auch nicht. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga, macht es gut und tschüss.